Servus meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Endergame Challenges. Und heute wieder mit einem neuen Tech-Shop-Pack, und zwar ist das das Cyborg-Pack. Denn mit diesem Tech-Shop-Pack reißt man alles. Ne, das ist natürlich auch wieder ein PvP-Tech-Shop-Pack und das gefällt mir vor allem sehr, sehr gut. Also mir gefällt es auf jeden Fall besser als das letzte Pack, was wir drin hatten, was übrigens das Galaxy-Pack ist. Wenn ihr hiervon auch eine Tech-Shop-Pack-Vorstellung haben wollt, dann schreibt es mir auf jeden Fall runter in die Kommentare. Und oh, ich finde es sehr nice, dieses Texture Pack. Vor allem hier so beim Abbau. Man sieht schon, es geht so nach außen. Das ist richtig geil. Übrigens, die heutige Challenge, welche wir am Start haben, ist die Challenge, dass wir nur die vordersten beiden Slots verwenden dürfen. Das heißt... Oh Gott, da will ich nicht, dass Minecraft abschneidet. Nee, das heißt, wir dürfen all diese 7 Slots hier hinten nicht verwenden, was ein starker Nachteil ist. Das heißt, wir Bogen und sowas können wir schon mal vergessen. Ach, fuck, jetzt habe ich gerade richtig gefällt, den Dia hätte ich haben sollen. Deswegen habe ich mir jetzt auch auf jeden Fall das Kit Delfin geholt. Weil, ich weiß nicht, aber irgendwie das Kit gefällt mir einfach. Ich finde das Kit sehr geil. Mir gefällt's. So, jetzt muss ich erstmal 3 Holz. Ja, 3 Holz muss ich holen, damit ich das Ganze abschließen kann. Dass ich die Slots sperren kann, sozusagen. Außerdem brauche ich direkt auch noch ein Schwert. Ich brauche 4 Holz, stimmt. So, okay. Mache ich das alles zu verarbeitetem Holz. Hiermit mache ich zuerst zack und zack. 2 hiervon weg und zack. So, wunderbar, es ging. Jetzt kann ich erstmal hier, zack, Slots belegen. Wunderbar. Genauso soll das nämlich sein. Hier nehme ich jetzt eines weg, damit ich mir ein Schwert machen kann. So, okay. Jetzt habe ich die vordersten beiden, die hintersten 7 Slots belegt. Was sozusagen gut ist für die Challenge. Jetzt können wir nämlich die Challenge ganz normal ausführen. Und schauen, ob wir das auch wirklich packen würden mit dieser Challenge. Ich glaube, ich würde das sogar nach unten ziehen erstmal. Statt dem Schwert. Das könnte mir ziemlich viel hilfreicher sein für den Anfang erstmal. Das ist jetzt aber sozusagen das Schwerste. Den Bogen kann ich grundsätzlich eigentlich schon ziemlich krass vergessen. Obwohl ich den jetzt eigentlich... Oder obwohl ich damit jetzt eigentlich ziemlich was reißen könnte. Der Sound, ne? Alter, ohne Witz, das gefällt mir richtig. Ach, scheiße. Aber ohne Witz, der Sound, das ist einfach mal richtig, richtig fett. Ich feiere das so derbe. Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Oh, oh. Egal, wir haben Delfin, das sollte das kein Problem sein, hier kommen zu können. Ja. Schade, haben unsere Pfeile leider alle schon verballert. Aber wir haben auf jeden Fall schon das Texture Pack ein bisschen kennengelernt. Das ist einfach mal richtig geil. Vor allem, es ist einfach ein Sound drin, das feiere ich eigentlich fast am meisten, muss ich ehrlich sagen. Also so einen Sound zu haben, ist schon geil. Vor allem, was auch schwer werden könnte, wenn ich dann am Craften bin, dann habe ich ja... muss ich ja die Werkbank sozusagen in die Hand nehmen und dafür muss ich das Schwert erstmal weglegen, logischerweise, ne? Wenn ich dann crafte, dann muss ich auf jeden Fall darauf aufpassen, dass ich dann immer das Schwert wieder in die Hand nehme, bevor ich anfange zu craften, weil ansonsten können die Gegner mich von hinten angreifen und ich kann mich nicht mal wehren. So, jetzt beispielsweise haben wir auf jeden Fall hier schon was, und zwar nehme ich, ach Gott, nehme ich hier auch wieder, zack, und schwuppdiwupp, sehr schön. Aber was ich jetzt zuerst machen muss, ist das hier. Ja. Gut, dann haben wir ein Eisenschwert. Auch schon sehr schön. Habe ich was zu futtern? Auf jeden. Brauche ich direkt mal. Auch der Essen-Sound, das ist richtig geil. Dann lege ich das wieder auf die 2 runter. Gut, dann haben wir das auf jeden Fall schon mal erledigt. Ich glaube nicht, dass man hiermit auf jeden Fall gut gewinnen kann. Aber man kann es auf jeden Fall versuchen. Oh, nice. 14 Pfeile, also so viele Pfeile, wie ich jetzt habe, ist schon fast schade, dass ich den Bogen sozusagen kaum verwenden kann. Aber man gibt natürlich sein Bestes, ne? Den Goldapfel kann ich auch nicht groß verwenden, was fast ein bisschen schade ist. Also diesen Goldapfel, das ist richtig, richtig schade um den Goldapfel. Aber na gut, passt schon. Das hätte ich fast vergessen an dem Kit, man kriegt ja Fische, wenn man im Wasser ist. Fast vergessen, Freunde. So, hier nochmal 5 Pfeile. Sehr schön. Dann kann ich erstmal hier den Bogen hinlegen, bis der Gegner dann näher kommt, dann schnell switchen.
das mache ich jetzt, denke ich mal, so. Wow, was war denn das? Also so klingt auf jeden Fall der Fallschaden, das ist mir klar, aber... Naja, okay. Das Kit ist auf jeden Fall richtig, richtig nice. das Kit, was das Kit ist. Okay, das Kit auch. Ich finde das Kit Delfin auf jeden Fall sehr, sehr nice. Aber das Texture Pack, das ist noch viel geil. Also Resource Pack, es sind ja auch Töne drin, deswegen kann man nicht mehr Texture Pack sagen. Da war doch gerade einer. Werde ich wahnsinnig? Da war doch gerade einer. Oder war das ein Bug? Hä? Ich verstehe es nicht so ganz. Oh, nice. Gold Equip. Nice. Geht direkt. Irgendwie hier war doch nur noch eine Hose, genau hier. Nein! Dann direkt in den Kampf rein. Dann direkt in den Kampf rein. Ich muss ins Wasser. Yes! Oh Gott, Alter. War das knapp. Deswegen ist das Kit eigentlich schon ziemlich OP. Man kann eigentlich locker aus Kämpfen fliehen und man kriegt eigentlich dadurch kaum Fallschaden. Also es ist schon stark. Durchaus. Kommt der jetzt? Ich weiß es nicht eben. Das ist die Sache. Ein Treffer. Alter, das Kit ist ja richtig geil, einfach mal, wenn man richtig damit umgeht. Kann man damit einiges reißen. Ich muss jetzt nur warten, bis einer von uns geportet wird. Nein! Oh Gott! Wie beispielsweise jetzt. Mann, war das knapp jetzt. An dieser Stelle hätte ich erstmal den Goldapfel essen sollen. Der hier rennt, weshalb? Will zum anderen. Nein! Och, fuck! Hätte es nicht geleckt in diesem Moment, dann hätte ich ihn gehabt. Das hat gerade richtig geleckt. Schade! Ist echt schade. Aber ich mache jetzt noch eine Runde, weil die war gar nicht mal so schlecht. Und, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie euch dieses Texture Pack gefällt. Mir gefällt es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Lalalala. Jo, meine Freunde, willkommen bei Runde Nummer 2. Und hier schreiben wir gerade, ich hasse, alle finden das Ungeheuer ist schlecht, sind einfach nur schlecht mit Bow. Es ist nicht schlecht, es ist nervig für den Gegner, so meine ich das. Ungeheuer ist was für Noobs, stimmt. Stimmt! Das ist für Bow-Spam und ich weiß nicht, wieso das Comedy-Team auf die Idee kommt, Bow-Spammer zu unterstützen. Das ist doch das Nervigste überhaupt. Yes, die Dias habe ich auf jeden Fall schon. Das Ganze muss ich jetzt aber trotzdem erstmal oben hinpacken, weil ich darf ja nur die zwei ersten Slots verwenden. Oh, der Fallschaden, ich mag den so richtig, den Ton des Fallschadens, oder des Fallens generell. Übrigens, ich habe jetzt ein paar Grafikeinstellungen unternommen von einem Video. Ich habe ein Video geguckt, was sind die perfekten PvP-Grafikeinstellungen. Und da hat jemand das Ganze auf den Punkt gebracht. Ja, was braucht man denn für Grafikeinstellungen? Ey, fick dich! Guck mal, wie der mir jetzt nachläuft. Nee, tut er nicht. Aber ohne Witz, wie tief kann man sinken, um Leuten versuchen, das Holz zu klauen? Wieso? Ich verstehe das nicht so ganz, Freunde. Ich finde das einfach nur gemein. Ich meine, ich will doch nur normal zocken. So. Dann mache ich mir erstmal ein Dierschwert. Zack. Okay. Das ist jetzt alles schon versiegelt sozusagen, ne? Habe ich da ein Siegel drauf. Das wäre auch ein cooles Kit, also wenn es irgendwie so ein Kit gibt, das irgendwie einen Vorteil hat, dafür kann es nur die ersten beiden Slots verwenden. Das wäre geil. Doch eine Idee. Das sieht aber wirklich aus wie die Tränke von Pokémon. Das finde ich richtig geil, weil so, ja, ich habe einen Trank, aber so müsste eigentlich die Heal Potion aussehen, theoretisch gesehen. Aber ich finde das so übelst geil, einfach so die Potions sehen aus wie die Tränke aus Pokémon. Oh, richtig geil, Alter. Ich mag das Texture Pack voll. Also das Texture Pack hier ist mir richtig sympathisch. Wirklich richtig, richtig sympathisch.
Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt ein paar Grafikeinstellungen vorgenommen. Das heißt, wenn ich es nicht vergessen sollte, werde ich euch den Link zu dem Video noch in die Beschreibung packen. Es hat mir auf jeden Fall sehr gut weitergeholfen. Die VBOs habe ich angeschalten jetzt. Und ich muss sagen, das hat mir richtig, richtig viel geholfen. Bin erstaunt. Aber bringt anscheinend doch viel. Das Internet ist noch immer kacke, da kann ich mit Grafikeinstellungen nichts ziehen, leider. Aber ist halt nun mal so. Oh, wenn es oben grau ist, dann sind es so Tränke zum Slurpen, ne? Boah, geil. Alter, wie viele Pfeile ich einfach schon habe. Kommt der Gegner? Nur noch knapp 60 Blöcke Entfernung. Dann mache ich mir kurz... Hier crafte ich mir was. Und zwar erstmal Eisenschuhe. So. Dann mache ich mir eine Goldbrust, so. Und ein Goldhelm, genau. So, Gold, Eisenschuhe und Goldhelm. Wunderbar, Ski. So passt das Ganze doch einfach schon mal. Wieso läuft es nicht immer so schön? Ich habe noch 4 Dias. Ich könnte mir auch Diaschuhe eigentlich machen. Wäre vielleicht was klüger. Aber egal, passt. Dann, was habe ich noch? Oh, jetzt wirst du dein blaues Wunder erleben. Du bist im Wasser, Bitch. Hier entkommst du von mir nicht. Richtig, richtig fett, Alter. Delfin ist ein eigentlich richtig starkes Kit. Ohne Witz. Mit dem Kit kann man richtig viel anfangen. So, jetzt brauche ich noch eine Hose. Und was hatte der noch alles? Der hatte keine... Oh, scheiße, jetzt habe ich die Heiltränke weggeworfen. Ich nehme mal die Hose, bis ich eine bessere finde hier drin. Den ganzen Schlarafloch. Wow. Fast Fallschaden gekriegt. Also, beziehungsweise ich habe Fallschaden gekriegt, aber fast noch mehr. Okay. Jetzt brauche ich erstmal Enderperlen. Habe ich. Oh, Alter, 11 Eisen. Richtig geil. Dann brauche ich erstmal was zu futtern. Wo habe ich Essen? Hier habe ich 12 Fisch. Nein. Schön. Lass ich mir direkt welche. Okay, dann erstmal Werkbank aufstellen für die 11 Eisen. Damit kann ich mir auf jeden Fall was machen. So, dann mache ich mir eine Hose oder... Soll ich mir eine Hose oder eine Brust machen? Ich mache mir eine Hose. Dann muss ich mir eine Hose. Dann Diaschuhe auf jeden Fall. Zack. Nehmen wir die hier und dann zack. Oh, richtig fett. Alter, guck mal, wie die Dia-Hose ausschaut. Richtig geil. Wie die Diaschuhe ausschauen. Scheiße. Was? Der hatte noch 4 Herzen? Nice. Egal, ich hatte eine richtig gute Kombo. Der Gifttrank, der war im falschen Moment. Ich muss mich noch ein bisschen an die Texturen gewöhnen. Ich dachte erst, das ist irgendwie Schwächetrank oder sowas. War es jetzt halt leider nicht. Aber, na gut, kann man nichts machen. Ist halt einfach blöd gelaufen in diesem Moment. Na gut, nächstes Mal dann, ne? Nee? Also, Leute, ich würde auf jeden Fall sagen, bis denne und haut rein. Tschüss.